Frau möchte eine Majestät geruht schon zu schlafen. Geruht zu schlafen? Jetzt am Mittag? Reisener? Ich bitte Eure Majestät im Namen aller Generale einen Aufruf an unser Volk zu richten. Aufruf? Was für einen Aufruf? Einen Aufruf an Ihr Volk, Majestät. Einen Aufruf zum Kriege, der auf den Straßen, auf den Plätzen angeschlagen wird und in den Zeitungen erscheint. Die Stunde ist da. Aufruf zum Kriege? An das Volk? Wieso an das Volk? Sache der Armee? Nein, no. Sehr wohl, Majestät. Aber das Volk wird die Armee sein. Das ganze Volk. Schauen, Majestät, da hinaus. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Ja, Majestät. Rebellen? Was? Ihr Volk, Majestät. Meine nicht, Sie mit Rebellen, Neisenau. Hoffe, nicht Sie meinen zu müssen. Majestät, ich gehöre zu denen da unten. Mein großer Ahnherr Friedrich II. Hat auch kein Volk hinter sich. Nur Soldaten. Ein Volk leidet nur unter einem Kriege. Jedes Volk ist ein Feind vom Kriege. Was kann es mir bieten? Den Glauben, Majestät. An die Kraft, an das Recht und an den Sieg. Wenn es nach dem Volk gegangen wäre, so hätten wir Napoleon, als er mit seinen Generalen auf der Flucht durch Deutschland war, gefangen gesetzt. Gezögert haben bloß immer die Diplomaten und die Militärs, die sich von diesem Herrn Metternich gängeln ließen. Versäumen wir nicht wieder den Augenblick, Majestät. Kennen ja meine Meinung, Eisenhower. Wir sind ein Fantast, Poet, deutscher Träumer. Wirklichkeit sieht anders aus, Eisenhower. Ich kenne die Wirklichkeit, Majestät. Ich sah ihr ins Gesicht, damals in Kolberg. Als unsere Armeen auseinanderstoben und sie Napoleon durch ganz Deutschland vor sich hertrieb, als eine Festung nach der anderen fiel, da waren es die Bürger, die Preußen gerettet haben. Denke, Sie sind der Sieger von Kolberg, Neisenau? Nicht ich, Majestät. Die Bürger waren es, die allein nicht kapitulierten. Sie gaben uns Militärs erst die Möglichkeit, die Festung zu halten. Nettelbeck. Nettelbecks wehrhafte Bürgerschaft. Das Volk von Kolberg. Majestät! Neisenau! Majestät, sprechen Sie zu Ihrem Volk. Damals in Kolberg, da ist mir der Gedanke aufgegangen. Der Gedanke eines Volksheers, was ich damals noch unklar erkannt habe. Scharnhorst hat es dann gestaltet. Jetzt ist die allgemeine Wehrpflicht in Kraft. Nun drängt sich das Volk zu den Waffen. Damals in Kolberg erlebte ich die Geburtsstunde der deutschen Freiheit. Als Fürsten und Könige ihr Volk verlassen hatten. Neisenau! Haben keine gute Meinung über Fürsten und Könige, was? Haben auch keine gute Meinung über mich. Ehrlich, Gneisenau. Doch, Majestät. Sonst stünde ich jetzt nicht vor Eurer Majestät. Aber ein König muss sein Volk führen. Das ist eine natürliche und gottgewollte Aufgabe. Und wenn er das nicht kann, dann muss er abtreten. Wie jener deutsche Kaiser damals in Wien. Er verließ sein Reich in der Stunde der Not. Wir, Franz II., von Gottes Gnaden erwählter Kaiser, Erbkaiser von Österreich, erklären, dass wir in Ansehung verschiedener politischer Geschehnisse im Reich, über die wir nicht mehr Herr sind, sowie insbesondere nach der Bildung des Rheinbundes, nach der Abtrennung Sachsens und der unentschlossenen Haltung des preußischen Königs, das Band, welches uns bis jetzt an den Staatskörper des Deutschen Reiches gebunden hat, als gelöst ansehen und uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das Deutsche Reich losgelöst betrachten und die von wegen desselben bis jetzt getragene Kaiserkrone niederlegen, wenn es etwas geben kann, den tiefen Schmerz zu mildern, der mich in diesem tragischen Augenblick niederbeugt, wo die tausendjährige Geschichte eines Reiches zu Ende geht, wo ist es allein die Hoffnung und Zuversicht,
als dieses Opfer den Völkern den Frieden bringt. Und von nun ab die Waffen schweigen. Das schon gelesen, Onkel Nettelbeck? Eine Proklamation an die Rheinbundstaaten, Straßburg, an Mainz und alle deutschen Städte. Der Bevölkerung der deutschen Länder, die befürchtet, der Krieg werde ihre Häuser, ihr Hab und ihr Gut zerstören, mache ich bekannt, dass es nur mein Wunsch ist, das Glück und den Wohlstand Europas zu sichern. Napoleon, Kaiser der Franzosen. Bauernfängerei, auf das fallt ihr rein? Gegen Kanonen kann man nur Kanonen richten, keine sentimentalen Gefühle. Das sind genau die Anschauungen, die uns von einem Krieg in den anderen hetzen. Deine patriotische Gesinnung in Ehren, aber... Lassen Sie mich mal, Herr Werner. Herr Nettelbeck, glauben Sie denn wirklich, dass das kleine Preußen gegen den Welteroberer etwas ausrichten kann? Wäre es nicht vernünftig, man ließe die Machtverhältnisse bestehen, wie sie sind, und hielt auf Frieden, Ordnung und Wohlstand? Einer muss ja regieren. Aber warum gerade wir? Vasallen werden, wo wir Herren sein können. Knechte im eigenen Haus. Nur damit Ihre Geschäfte nicht gestört werden, Herr Kollner. So darfst du doch nicht reden, wenn es irgendeiner von den Pfahlbauern erzählt. Und gerade du? Du hast doch die Welt gesehen. Du hast doch einen ganz anderen Blick gekriegt haben, einen anderen als den hier aus der Kolberg-Perspektive. Ja, wenn du nicht gewesen wärst und hättest mir erzählt von deinen Reisen, wäre ich auch nicht dazu gekommen, rauszukommen und selber zu sehen. Und so habe ich einen Weltblick gekriegt. Ich bin ein Weltbürger geworden. Na, ihr könnt klug schnacken, so viel wir wollen. Wir werden heute die europäische Frage nicht mehr lösen. Geh zum Bullenwinkel rauf, zu deinem Vater, willst du mit? Wozu denn? Ich fühle mich doch hier sehr wohl. Na, an jeder, wo er sich am wohlsten fühlt. Was trinken? Nein, danke. Das ist aber nett von dir, dass du zu uns gekommen bist. Ja, ich hab's nicht ausgehalten da bei dem Trubel auf dem Marktplatz. Du machst aber so ein ernstes Gesicht. Ach, Klaus macht mir Sorge. Was, Klaus? Ich hätte dich doch nicht überreden sollen, ihn rauszuschicken nach Straßburg auf die Musikschule. Geigenspielen hat er vielleicht gelernt, aber sonst... Ja, Bauer, das ist er nicht mehr. Er hat mehr das Blut seiner Mutter als meins. Die ist auch nie Bäuerin geworden. Die ist immer die Kantorstochter geblieben. Maria, die ist nach mir geschlagen. Friedrich auch. Ja, Friedrich, habt ihr was von ihm gehört? Der liegt doch mit Schildern beim Herzog von Braunschweig. Nettelbeck, du hast doch irgendwas. Bei Jena oder Auerstadt. Woher weißt du denn? Du weißt was von Friedrich. Ist ihm was? Nein, von dem Jungen weiß ich nicht, aber... Aber? Luca, du hat anbefohlen, es soll nichts verlauten. Den Bürgern soll das Fest nicht gestört werden und... Aber mach ich doch schon, im Himmels Willen. Was ist denn? Schief ist es gegangen. Was? Die Preußen sind geschlagen. Prinz Louis Ferdinand ist tot. Bei Saalfeld ist er gefallen. Der Prinz? Preußens Herz. Thank you.
Frédéric Legrand. Friedrich der Große. Serais-je là si tu vivais encore? Messieurs! Friedrich! Hör mal, Vater. Hast du 400 Leute an Schild und 10 Kameraden quartiert auf deinem Hof? Wohl gewiss, mein Junge. Gewiss. Wo ist der Leutnant? Hier. Leutnant sind Sie? Sie gucken wegen der Uniform. Meine Uniform liegt irgendwo zerfetzt bei Auerstedt. Wenn Sie sich bei einem alten Wachtmeister wohlfühlen, dann kommen Sie mal rein. Die Ernte ist drin. Aber sie muss bei Zeiten rationiert werden. Auch müssen die Kartoffeln aus der Miete reingeholt werden, ehe der Frost kommt. Neulich hat es schon geschneit. Da ist ja schon wieder ganz warm geworden. Nur nicht überhasten. Aber warum wollen Sie denn die Kartoffeln aus den Mieten wieder rausholen? Weil wir es in der Stadt brauchen. Wenn wir warten, bis der Feind vor den Toren steht, ist es zu spät, die Kartoffeln reinzuholen. Und eine Stadt kann sich nur halten, wenn die Ernährung gesichert ist. Ist das Sache der Bürger? Das ist auch eines jeden vernünftigen Menschen, dafür zu sorgen, dass genügend Korn, Mehl, Schlachtvieh und Brandwein in der Stadt ist. Ich habe mir da genaue Verzeichnisse gemacht, bin von Haus zu Haus gegangen, in allen Scheunen und auf allen Speichern bin ich herumgekrochen. Ich habe genau aufgezeichnet, was überhaupt an Vorräten noch vorhanden ist. Wer hat Sie dazu befugt? Ich mich selbst. Ich bin Bürgerrepräsentant. Mein Amt gibt mir ein Recht dazu. Bitte. Was sollen denn diese Zettel? Diese Zettel sollen Ihnen eine Unterlage bieten, Herr Kommandant, für die Einkäufe bzw. die Requirierungen von Lebensmitteln. Zerbreche er sich bitte nicht meinen Kopf. Für die Ernährung meiner Soldaten habe ich gesorgt. Ah, und die anderen können hungern. Meine Magazine sind voll bis unters Dach. Ihre Magazine liegen viel zu sehr auf einem Haufen, Herr Kommandant. Eine viel zu gute Zielscheibe für den Feind. Eine Bombe in diese Fachwerkspeicher und alles ist hin. Was wollen Sie damit sagen? Dass es sicherer wäre, die Vorräte auf verschiedene Stellen zu verteilen. Unsere Magazine haben der große Kurfürst und Friedrich der Große vor dem Siebenjährigen Krieg angelegt. Und die Russen haben sie auch nicht getroffen. Wollen Sie sich unterstehen, Kritik an dem Erbe Friedrichs des Großen zu üben? Warum nicht? Die Bestimmungen Friedrichs des Großen waren vor 50 Jahren richtig. Das müssen sie ja heute nicht mehr sein. Wir haben es ja heute mit ganz anderen Kanonen zu tun. Ich verbiete Ihnen, mir militärische Ratschläge zu geben. Sprechen Sie für Ihre Bürger. Das ist Ihr Amt. Die Verteidigung der Stadt ist meine Sache. Na, dann genau uns gut. Was? Was? Was haben Sie da eben gesagt? Ich? Oh, ich hab nichts gesagt. Da haben Sie Ihre Zettel zurück. Lassen Sie mich mit Ihrem Kram in Frieden. Ich stehe hier am festen Auftrag meines Königs. Aber der lautet nicht, dass ich den Bürgern ihre Kohlsuppe koche. Komm mal her. Mich wundert, dass kein Vogelnest in der Kanone ist. Wo haben Sie sich denn so zugerichtet, Kamerad? Das ist doch der Leutnant von Schill. Was ist der, Leutnant? Schon gut, woran soll er doch sehen? Sag mal, wollt ihr mit der Kanone hier schießen? Warum nicht, wenn es nur tut, Herr Leutnant? Wann habt ihr denn das letzte Mal damit geschossen? Weiß ich nicht. Ich habe nie mit der Kanone geschossen. Seit wann stehst denn du hier in Kolberg? Im 6. Jahr, Herr Leutnant. Was? Und habt ihr nie mit der Kanone geschossen? Nein, 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 nein. Na, die schießt doch nicht mehr. Die ist verrostet. Sind die alle so? Ja, hier auf dieser Schanze sind sie alle so. Aber drüben auf der Gleichschanze, da stehen 12 Achthünder. Na was denn nun? 8 12 Hünder aus Bronze. Die sollen gut sein. Und wie viele Eiserne habt ihr? Sind der Leutnant doch kein Spion? Nee, ich bin der Kaiser Napoleon persönlich, Schafskopf. Na also, wie viel? 72 Eiserne haben wir, glaube ich. Überall rum verteilt in der Stadt. Danke, Kamerad. Oder Leute.
Kinder, Kinder. Macht erst dem Napoleon leicht. Das sagt Onkel Nettelbeck auch immer. Bleiben Sie doch bei uns, Herr Leutnant. Bei uns in Kolberg. Ich verstehe ja nicht so viel davon, aber mein Patenonkel Nettelbeck sagt immer, wir sind verraten und verkauft mit unserem Kommandanten Lugadou. Alle reden doch schon von den schlechten Kanonen und von der schlechten Proviantierung. Die Festung, so wie sie jetzt ist, ist einem Angriff nicht gewachsen. So? Sagt Nettelbeck. Blücher. Der alte Blücher. Seine Tabakzone. Als wir 1793 da unten am Rhein lagen, da hat er mir die Tabaksdose geschenkt. Wir hatten nichts zu essen. Da habe ich nicht gekriegt, wie ich fast halb verhungert war schon. Und da hat er sie mir geschenkt. Und nun haben sie ihn doch ausgehungert mit 6000 Mann. Mit 6000 Mann. Kinder, Kinder, wenn der alte Blücher sich gefangen nehmen lässt, da muss schon Matthäe am letzten sein. Ja. Gehen wir denn nun hin? Vielleicht nach Königsberg. Zum König. Da wäre wohl hingegangen, ne? Wer geigt denn da oben? Klaus. Ja. Verwundet sein und krank. In solchen Zeiten. Dreckverfluchter. Na, vom Fluchen wird's ja auch nicht besser. Klaus, hör doch auf. Unten ist dein Bruder und der kranke Leutnant. Und du tust, als ob dich das gar nichts angeht. Ja, geht mich ja auch nichts an. Was regst du dich denn auf? Solange mit deinen Mistgabeln hier herumgeführt wird, geht gar nicht mehr. Die Finger sind ganz steif. Dann bitte ich dich wenigstens jetzt aufzuhören, Klaus. Warum denn? Ich sage es dir doch. Der Leutnant ist krank. Das ist ein kranker Mensch. Der kommt aus der Schlacht und ist verwundet. Das weiß ich ja. Sie wollen vergaften ihn. Maria, hier ist doch noch gar keine bei euch in Kolberg. Nein, noch nicht. Aber sie haben doch schon einmal nach Kolberg geschossen. Damals die Russen, vor 40 Jahren. Wenn das nun wieder so kommt? Das wollen wir nicht hoffen, Maria. Nein. Tut dir deine Wunde noch sehr weh? Nicht mehr. War es eigentlich ein Offizier? Oder wer war es, der dich verwundet hat? Ja, das war ein Offizier. Bei Auerstedt war es. Warum willst du es denn wissen? Schrecklich sind die Menschen. Warum muss er nach dir schlagen mit seinem Säbel? Das ist doch Krieg. Eben. Schrecklich ist das. Es soll niemand nach deinem Kopf schlagen, Schild. Oder nach dir schießen. Maria. Wer ist denn dieser Leutnant Schild? Er kommt von Auerstedt. 10 Mann hat er bei sich. Er wollte sich zu Blücher durchschlagen. Was sind denn das für 10 Mann? Sind das Soldaten? Freiwillige, Herr Oberst. Zum Teil unausgebildete Leute. Was muss er jetzt? Unten auf dem Marktplatz und wartet. Schon seit einer Woche will er vorgelassen werden. Auf dem Marktplatz steht er herum? Das ist ja doll. Ein Schlachtenbummler bei Manöver der Nettelbeckschen Garde. Sonntagssoldaten. Halt! Ja, nicht! Halt!
sein. Darf ich mal eingreifen, Annette? Dann greifen Sie mal ein. Halt! 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 Nimm das, gib das Gewehr her. Meine Herren Zivilisten, den Soldaten seid ihr noch lange nicht. Bei Auerstedt haben wir gestanden wie die Eichen und sind abgeknallt wie die Hasen. Warum? Ohne Schutz und ohne Deckung standen wir da. Wie eine preußische Mauer. Die französischen Karrees, die knallten uns einfach um. Wir müssen also umlernen. Deckung suchen. Hinschmeißen. Rücksichtslos. Auf die schönen Uniformen kommt es dabei nicht an. Leute, geht doch nach Hause. Lasst doch das alberne Soldaten spielen. Wem soll denn das nützen? Nur Sie als Offizier unterstützen das. Mag vielleicht ganz freundlich gemeint sein von den braven Leuten, aber versprechen Sie irgendeine militärische Wirkung davon? Im Gegenteil, sobald es mal ernst wird, da würde diese Bürgergarde nur Verwirrung stiften. Oder sind Sie vielleicht anderer Meinung, Herr Leutnant? Wenn ich mir gestatten darf, ja. Die wollen doch das Richtige. Sieh mal einer an. Was wollen die denn? Das ganze Volk wehrfähig machen. Das wollen sie. Ein Volk von Soldaten wollen sie werden. Das können wir doch gebrauchen. Herr Oberst, in den Bürgern liegt die Rettung des Vaterlandes. Auf ihren Mut und auf ihre Haltung kommt es an. Wenn eine Festung belagert wird, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Bürger und Soldaten. Ach, Kriegführen ist ein Handwerk, das gelernt sein will. Gelernt, ja. Aber ein Handwerk, Herr Oberst? Nein, ein Handwerk ist es nicht. Es ist eine Sache des Herzens. Und die Kolberger haben Herz. Die lieben ihre Stadt und ihre Heimat und ihr Meer und ihre Äcker. Und darum werden sie besser verteidigen als die Herren Festungskommandanten. Ja. Magdeburg hatte 20.000 Soldaten und kapitulierte vor 500 Franzosen, ohne einen Schuss abzugeben. Ja, was wollen Sie denn hier? In welchem Auftrag sammeln Sie eigentlich Leute um sich? Im Auftrag seiner Majestät des Königs. Bitte, Handschreiben seiner Majestät, dass mich beauftragt, ein Freikorps zusammenzustellen, überall, wo ich es für richtig halte. Und wenn Sie es interessiert, Herr Oberst, ich habe bereits 450 Mann hier im Kolbergischen Land geworben. Wir sehen noch nicht sehr proper aus. Wir haben noch nicht für alle Uniformen. Der Stoff ist knapp. Das Geld ist auch knapp. Vorläufig geht es nur aus meiner eigenen Tasche, aber das macht ja nichts weiter. Na ja. Warum gehen Sie denn mit Ihrem ehrenwerten Tatendrang nicht dahin, wo Krieg geführt wird? Ich glaube, der Krieg wird bald zu uns kommen. Wir brauchen ihm nicht nachzulaufen. Unsinn. Bis hierauf kommt der Krieg nicht. Sobald Napoleon Berlin besetzt hat, da kann er den Frieden diktieren. Ist traurig, aber nicht zu ändern. Was ist schon Kolberg für ihn? Ist ja fast nur ein Dorf. Ein Riesendom, ein paar lumpige Häuser drumherum. Nicht ein Mann, nicht eine Kanone wird der für Kolberg opfern. Das Jahr ist halt vergangen, der Bauer das Männerrates bringe ich euch hier mit einem umständlich in französischer Sprache abgefassten Brief des derzeitigen Generalgouverneurs für Pommern zur Kenntnis, der heute in zweifacher Fassung hier eingetroffen ist. Einen an den Kommandanten
der Festung Kolbe und einen an den Bürgerrepräsentanten. Ich werde euch mal vorlesen. Au représentant des citoyens de la ville de Kolberg. Au nom de l'empereur. Französisch, das können ja doch nicht alle. Sag uns mal den Inhalt auf Deutsch. Na also dann auf gut Deutsch. Die Franzosen haben das nun nicht mehr nötig, gegen uns loszumarschieren. Wir werden ganz einfach per Post erobert. Die Kommandanten haben ihre Festungen zu übergeben und die Bürgerrepräsentanten werden nach Stettin beordert, um den Eid auf den französischen Kaiser zu leisten. Na, das hat es ja noch nicht gegeben. Jetzt sollen wir vor Ihnen kapitulieren, ehe Sie überhaupt da sind? Na, wie schätzen die uns ein? So wie die Magdeburger und Spandauer schätzen die uns ein. Ach, die Magdeburger und die Spandauer, was konnten denn die dafür? Die hatten feige Kommandanten. In Erfurt, da sind die Bürger und die Soldaten vor das Kommandantenhaus gezogen. Die hätten den Kommandanten umgebracht, wenn sie ihn erwischt hätten. Kämpfen wollten die für ihre Stadt. Man sollte den Krieg von der Stadt unter allen Umständen fernhalten. So, schreib das doch mal an Napoleon. Vielleicht tut er dir den Gefallen. Na, wenn hier die Granaten einschlagen, dann gehen sie doch in unsere Häuser. Darf ich mal niederweg? Jawohl, Herr Rektor. Wollen wir mal hören, was uns die Schule zu sagen hat. Nichts weiter, als nach den Vernunftsgründen für unser Tun zu fragen, meine Herren. Wenn man ein Haus bauen will, dann muss man ja einen Plan haben, sonst macht man sich lächerlich. Wenn wir den Krieg alleine fortführen, was wird die Folge sein? Man wird uns einkesseln, wird uns jede Zufuhr abschneiden. Auch Ihre Vorräte werden eines Tages zu Ende gehen, Herr Nettelbeck. Na, also schön. Wir setzen uns zur Wehr bis aufs Äußerste. Ja, aber meine Herren, die da drüben schlafen ja auch nicht. Und gegen den Sturm kann auch Herr Nettelbeck nicht husten. Und gegen moderne französische Artillerie, da hilft kein Heldentum. Na, wenn wir so reden, können wir gleich einpacken. Ist ja ganz gut, dass es mal ausgesprochen wurde. Also, dann können wir ja abstimmen. Über so eine ehrlose Zumutung stimmt man nicht ab. Den Grund wollen wir wissen, warum wir uns vielleicht opfern sollen. Den Zweck, das Ziel. Ach, Gründe brauchen Sie, ein anständiger Kerl zu bleiben. Nur, es gibt doch Gründe, warum man eine Festung nicht aufgeben soll. Zum Beispiel die besten französischen Kanonen, von denen Sie vorher sprachen, Herr Rektor, hier festzuhalten vor Kolberg, damit sie nicht gegen unsere Truppen bei Danzig oder Tilsit oder sonst wo eingesetzt werden können. Das wäre zum Beispiel schon ein Grund. Auch sachliche Gründe gibt es viele. Aber es gibt auch unsachliche Gründe, wie Sie die vielleicht nachher nennen werden. Was würde zum Beispiel aus einem Preußen werden, das sagt, du, Napoleon, du bist doch so viel stärker, so viel mächtiger, komm mal und verschluck uns mal ruhig, wir können ja doch nichts gegen dich machen. Was würde aus diesen Menschen werden, die so denken und so sprechen würden? Ja, die würden sich doch selbst ausrotten. Und sie verdienten auch gar nichts anderes, als ausgerottet zu werden. Na, überlegen muss man doch sowas. Die Vernunft. Man muss auf die Vernunft hören, meine Herren. Nicht nur auf die Begeisterung. Begeisterung ist billig. Na also, wollen wir kapitulieren? Kann ich ja meine Koffer packen und nach Stettin fahren. Kapitulieren? Nö. Wir hatten das gesagt. Nein, kapitulieren nicht. Na, also, wer will denn kapitulieren? Ich. Ich glaube, es sind da noch mehr, die kapitulieren wollen als ich. Die Herren sind bloß so feige Cäsaren. Ach, und der Herr Reda Golno, der ist der Mutige. Es gehört ja auch Mut dazu, zu erklären, dass ich es ablehne, in einer Stadt zu leben, die vom Feinde belagert wird. Ich habe keinerlei Appetit auf einen Heldentod, wenn Sie schon wissen wollen. Ich bin ja kein Soldat. Und alles, was ich mir in meinem Leben gesammelt habe, das ist mal zu schade, ist einfach zertrümmern zu lassen. Na, Sie haben doch so ein schönes Schiff, Herr Reda Golno, nicht? Dann packen Sie doch all Ihre ganzen Sachen auf Ihr Schiff, nicht wahr? Und reisen Sie mit Ihrer werten Familie nach Bornholm oder Schweden, nicht? Da kommen Sie um den Krieg. Oder bilden Sie sich etwa ein, wir werden unsere schöne alte Stadt preisgeben, bloß damit Ihr wertvolles Eigentum unangetastet bleibt? Ihr Haus am Markt, das ist mir ebenso wertvoll wie die armseligste Tagelöhnerkarte da unten an der Persante. Der französische Kommissär ist da. Darf er eintreten? Bitte. Meine Herren, ich erwarte Ihre Antwort. Sagen Sie dem Gouverneur des Kaisers von Frankreich, die deutschen Könige, Kurfürsten und Fürsten sind von ihrem Eid auf den deutschen Kaiser zurückgetreten. Und der deutsche Kaiser hat seinen Eid auf das Reich in der Stunde der Not nicht gehalten. Aber die freien Bürger der alten Hansestadt Kolberg wollen sich lieber unter den Trümmern ihrer Mauern begraben lassen, als ihren Eid
auf den König und Herrn brechen. Wir haben auf den König von Preußen geschworen. Ein König von Preußen gibt's nicht mehr. Der ist mitsamt seiner Regierung nach Königsberg geflüchtet. Dann bin ich König von Kolberg. Sagen Sie das Ihrem Gouverneur. Kunde! Raudenz! Ni de crapaud! Que l'on peut écraser du pied! Qui ose résister à mes gouverneurs? Et qui ose refuser de me prêter serment de fidélité? Sire, permettez-moi. Parlez, voisin. C'est une folie, c'est vrai. Mais ce n'en est pas moins un acte de patriotisme, devant lequel nous, soldats, ne pouvons avoir que du respect. N'est-il pas merveilleux, sire, de voir que ces gens-là ont toujours conservé dans leur cœur l'esprit de leur grand roi? L'esprit de Frédéric le Grand? Ce ne sont que des âmes mercenaires, le pauvre fantasque, qui veulent tenter d'arrêter la marche des temps. C'est ridicule. Colbert? Qu'est-ce donc, Colbert? Nous n'aurons même pas besoin d'un seul coup de canon. Un simple régiment de cavalerie suffira pour mettre tous ces gens à la raison. J'ordonne, Général Thuyer, sire, je vous donne l'ordre de marcher avec votre armée sur Colbert. Attaquez immédiatement la ville, sans pitié pour ses habitants ni sa garnison. Rasez la ville et ramenez-moi tous ces petits bourgeois rétifs à la raison. Quel est le commandant de la forteresse? Le colonel Ducadou, sire. Mais il n'est pour rien dans la résistance des bourgeois révoltés menée par un brasseur distillateur. Sans ce bouilleur d'eau de vie, la forteresse serait rendue certainement dès la première sommation. Et comment s'appelle ce bouilleur? Joachim Nettelbeck, sire. Eh bien, nous allons le faire bouillir, ce Nettelbeck. Général Thuyer, sire, je vous donne plein pouvoir d'agir sans égard envers la population. Soyez sans pardon. Démoralisez-les avec vos canons et ramenez-moi cet homme comme prisonnier. Le jour où vous m'annoncerez la chute de la forteresse, je vous élèverai au titre de duc de Colbert. Das Jahr ging zu Ende. Ein neues kommt herauf. 1807. Na, das klingt ja so düster. Maria, steck mal einen Weihnachtsbaum an. Wer weiß, ob wir im nächsten Jahr noch alle so um ihn herum sitzen werden. Na, und nicht, Vater. Ihr schwarz sowas, Junge. Manchmal weiß man mehr, als man weiß. Prost, Neujahr. Man kann kein vergnügtes Neujahr feiern, wenn man ein todtrauriges Silvester hinter sich hat. Sie können doch heute ganz zufrieden sein, Nettelbeck. Die Bürger haben sich doch großartig benommen. Eine bessere Antwort konnten Sie dem Gouverneur gar nicht geben und nun sollen Sie mal kommen. Naja, es ist ja noch mal gut gegangen. Aber die Franzosen haben das bloß nicht richtig gemacht. Wenn die statt des einen kaiserlichen Briefträgers 100 Mann geschickt hätten, da hätte ihnen Lukadu mit 100 höflichen Verbeugungen alle Tore geöffnet. Ich war halt bei Lucadou. Frag mich nicht, wie es da war. Grauenvoll. Trostlos war es. Wir brauchen einen anderen Kommandanten. Willst du mit mir anstoßen? Nein, ich möchte dich etwas fragen, Schill. Bitte? Liebst du Maria? Eine so direkte Frage war ich offen gestanden nicht gepasst, aber... Antworte mir. Ja. Ich liebe sie. Gottes Willen, was soll daraus werden? Ja, vielleicht, was daraus werden soll. Das musst du dir doch überlegen, Schill. Das ist doch meine Schwester. Satz in einem Buch gelesen. Ich
lese sonst nicht, aber den Satz habe ich mir gemerkt. Tu keinem Mädchen etwas zuleide. Bedenke immer, dass deine Mutter auch einmal ein Mädchen gewesen ist. Ja, so heißt es. Ich werde nie im Leben eine Frau heiraten. Ich bin mit dem Krieg verheiratet, Friedrich. Ja, siehst du, Schill, und darum bitte ich dich, mach sie nicht unglücklich. Ich habe Angst um Maria. Du weißt zwar nicht, was du von mir verlangst, aber verspreche ich dir. Ich werde sie nicht unglücklich machen. Danke. Liebe kleine Maria, arme kleine Frau, du bist für den Frieden geschaffen. Das steht in deinen Augen und kann deinen den ganzen Krieg vergessen machen. Und sieh mal, auf diese Augen und auf diesen Frieden bringt ich jetzt mit dir. Prost, Maria. Prost, Schill. Womit wir vermutlich auf die Franzosen schießen werden. Wem gehören die Kanonen? Er hat mich den Auftrag gegeben. Ein Leutnant von Schill. Wo steckt der Rittmeister von Schill? Den kenne ich nicht. Ich kenne nur einen Herrn Leutnant von Schill. Ich sage Rittmeister von Schill. Der König hat ihn befördert. Er würde es nicht getan haben, wenn er gewusst hätte, welche Insubordination er sich hier schuldig macht. Ich will jetzt wissen, was das für Kanonen sind. Die Kanone hat eine schwedische Fregatte bis zur Neutralitätszone gebracht, Herr Kommandant. Und von da aus hat der Nettelbeck sie mit unserer schwimmenden Tanzfläche vom Sommerfest in den Hafen hergeschleppt, weil das schwedische Schiff nicht einfahren durfte. Und von wem hat der Nettelbeck den Auftrag dazu? Von niemandem. Ich bin Bürgerrepräsentant und kann Entschlüsse fassen, ohne Sie zu fragen. Ist der Rittmeister von Schill wieder in diese Sache verwickelt? Verwickelt? Was soll das heißen, verwickelt? Sprecher mit uns, als ob wir Verbrecher wären. Wo ist der Rittmeister von Schill? Wenn er mit dieser Sache was zu tun hat, dann hat er sich den Hals gebrochen. Rittmeister von Schill ist mit 15 Mann nach Osten geritten. Von Ostia hat's geschossen. So. Sie, Herr Nettelbeck, Sie melden sich in einer Stunde bei mir auf der Kommandatur. Das wird wohl ein bisschen später werden müssen. So schnell kriegen wir doch die Kanonen ja nicht unter Dach. Das kann nicht gefälligst meine Sorge sein, weil es den Kanonen wird. Ach, Herr Kommandant, wenn wir darauf gewartet hätten, dass Sie sich sorgen, da hätten wir die Kanonen nicht. Seit wann ist es Sitte, dass sich der Bürgerrepräsentant einer Stadt um die Beschaffung von Kanonen bemüht? Seit dem Tage, als ein gewisser Herr Kommandant von Lukadu hier in Kolberg einzog und in fahrlässigsterweise die Kanonen auf unseren Wellen verrosten ließ und damit in sträflicher Weise die Sicherheit der Stadt gefährdete. Wenn die französische Artillerie so wochenlang, monatelang auf unserer Stadt herumtrommelt, da bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als zu Kreuze zu kriechen. Zu Kreuze kriechen? Das heißt also Kapitulation! Jawohl! In dem Augenblick, wo ich es für richtig halte, kapituliere ich. Kapitulation ist besser als Selbstmord. Wenn meiner Gegenwart von zu Kreuze kriechen heilt, gebe ich meine Säbel in den Leib! Sie sind verhaftet! Schreiben Sie! Französische Vorhuten sind östlich der Stadt am Kiebernwäldchen. Es werden Kanonen in Stellung gebracht. Östlich der Stadt, etwa in der Höhe des Bullwinkelgehöftes, sind Zelte zu sehen. Abgesessene Kavallerie und ein Trupp von etwa 100 Mann zieht daran. Sofort Meldung hinunter zu Herrn Leutnant von Schill. Angriff von allen Seiten präzise zu gleicher Zeit. Wie wild schießen und niederschlagen, damit sie gar nicht erst zur Besinnung kommen. Verstanden? Jawohl. Ihr lasst euch aber in keinen längeren Kampf ein, damit ihnen nicht unsere zahlenmäßige Unterlegenheit auffällt. Gruppe Franz? Ja, Leutnant. Du reitest mit deiner Gruppe auf die Straße nach Kamp. Auf der Kreuzung, wo es nach Altstadt geht, da gehst du in Deckung. So wie du schießen hörst. Attacke! Sofort angreifen! Nur eine einzige Salve, hörst du? Aber die muss sitzen. Und dass sie mir nicht ohne die französischen Kanonen nach Hause kommen. Du reitest mit dem Rest. Still! Die Franzosen! Bist du denn begegnet? Im Bullenwinkel! Was ist im Bullenwinkel? Die haben unseren Hof besetzt. Wie viele sind es? Der Vater ist drin. Wie viele sind? Der Klaus ist auch drin. Ich frag dich, wie viele sind? Viele!
Maria, sind's 100? 100 oder 50, das weiß ich doch nicht so genau. Ich hab sie doch nicht gezählt. Wie viele sind wir noch? 16 Mann. Nein, meine aufsitzen. Es geht zum Bullenwinkel. Meinen helfen. Hörst du dich wieder auf den Kaiser? Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Lauter! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Junge, nicht so tiefsinnig. Bin ja mal gerade noch dem Totengräber von der Schippe gehupft. Leider. Na, seid ihr nicht froh, dass ihr die Bande wieder los seid aus eurem Haus? Ist nicht mehr mein Haus. An dem Tisch da werde ich nie mehr sitzen können. Vive l'Empereur. Mein eigen Fleisch und Blut unter meinem Dach. Vive l'Empereur. Er war schon tot. Es war der, der das Bajonett auf dich gesetzt hat. Tot? Sieh mal an. In diesem Hause sind bis jetzt nur Werners gestorben. Sie stehen mal das Haus, wie sie meinen Sohn gestohlen haben. Und nun kommt das Land dran. Räuber. Tja, eins hat der Vorfall allerdings klar bewiesen. Das Haus muss weg. Hören Sie, Werner? Das Haus muss weg. Wir haben es von draußen angesehen. Es ist eine ideale Deckung für den Feind. Es liegt höher als die Düne. Das kleine Wäldchen schützt vor Sicht. Und hinter dem Gehöft können Sie jederzeit Ihre Artillerie unbemerkt aufstellen. Das Haus muss weg? Brennt's doch an. Dann ist es weg. Was sagst du? Das Haus muss weg? Unser Haus? Der Hof hier? Es ist eine ideale Artilleriestellung gegen die Stadt. Man kann von Kolberg aus nicht in das Wäldchen einsehen. Und die Zufahrtsstraße wird durch das Gehöft verdeckt. Der ganze Hof hier ist wie eine natürliche Schanze. Wie ein Festungsglacis. Gegen Kolberg. Schill, ist das dein Ernst? Meines ist schon. Aber ich weiß nicht, ob euer Ernst so weit geht, dass ihr euren Hof für Kolberg opfert. Ja, Vater, du sagst ja gar nichts. Red doch, antwort ihm doch was. Soll ich ihm denn antworten? Was, das fragst du mich? Dass es für uns kein Leben gibt ohne unser Haus. Wo willst du denn hin jetzt? Lass mich. Lass mich allein. Ganz andere Auswirkungen, wenn Sie den Bürgerrepräsentanten wirklich erschießen lassen.
garantiere für nichts mehr. Ich gestehe selbst, ich würde vor nichts zurückschrecken, wenn Sie den Nettelbeck auch nur ein Haar krümmten. Auch nicht vor Ihren schlimmsten Drohungen. Das ist offener Aufruhr. Es ist jetzt keine Zeit für Streit im eigenen Hause, Herr Kommandant. Geben Sie Nettelbeck frei, wir brauchen ihn. Sie können das Urteil jetzt nicht vollstrecken lassen. Wer sollte mich daran hindern? Ich bin eben dabei, die Exekutionsorder zu unterzeichnen. Französische Vortrupps stehen 8 Meilen vor Kolberg. Ich komme aus Henkenhagen, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. 8 Meilen, sagen Sie? Fürchterlich. Ach nein, dann können wir sich ja morgen schon vor den Toren haben. Das ist furchtbar. Sie haben das selbst gesehen, Herr Rittmeister. Ihre Vortrupps hätten das sehen müssen, Herr Kommandant. Aber Ihr Prinzip ist es ja, sich nur um die Stadt selbst zu kümmern, was draußen vorgeht. Fällt Ihnen ein! Ich bin Kommandant von Kolberg, aber nicht von Pommern. Tja, glauben Sie, Herr Kommandant, dass die Franzosen das auch unterscheiden werden? Wollen die Herren mir vorschreiben, wie ich mein militärisches Amt aufzufassen habe? Wir wollen wissen, ob Sie Nettelbeck freilassen oder nicht. Sie haben vielleicht Ihre Soldaten in der Hand, Herr von Ducadou. Wer aber ist Führer der Bürger, wenn jetzt der Feind vor die Tore kommt? Man trägt keine Zwist in der Stube aus, wenn einem das Dach über dem Kopf schon brennt. Treibt doch die Türe weg, die laufen ja ins Feuer! Wahnsinn, idiotischer! Wo ist denn der Vater? Wein dich aus, mein Kind. Wein dich ruhig aus. Bist du dein Vater, hat es eben nicht überleben können. Sein Haus brennt den. Er hat es nicht abgehalten. Wie gerne würde ich jetzt Vater für dich sein. Aber jetzt kommt eben das große Aber. Ja, und was ist denn mit uns? Und mit der Stadt? Unseren allergnädigsten König und Herrn. Ich hätte nicht die Courage gehabt, aber in dieser Stunde, da glaube ich, da darf man ja wohl alles, nicht? Ich bitte nicht um mich in diesem Brief. Nein, wenn der in seine Hände gelangt, da bin ich ja schon. Ach Gott, das wissen wir, wo wir da sind. Aber versprich es mir, ja? Versprich es mir in die Hand, Maria. Bring diesen Brief nach Königsberg. Du schaffst es. Ich weiß es ganz genau. Du schaffst es. Geh zu Schill, der wird dir sagen, wie du aufs Schiff und aus dem Hafen kommst. Aber lass dich nicht in den Vorzimmern abschmeißen. Und gib auch keinem Diener diesen Brief, auch keinem Adjutanten. In seine Hände musst du ihn legen. Wirst du seine Augen müssen ihn lesen. Was steht denn drin in dem Brief? Ich bitte für Kolberg um einen jungen und mutigen Kommandanten. Man schickt doch ein kleines Mädchen nicht durch die französischen Linien. Warum denn nicht, wenn es wichtig ist? Und warum schickt er gerade dich? Ich begreife Nettelbeck nicht. Weil er mir vertraut, Schill. Mehr als du. Er konnte es ja auch keinem anderen sagen. Es durfte ja sonst niemand zu mir ins Gefängnis. Nur ich, weil Vater gestorben ist. Warte doch, bis er frei ist und... dann spreche ich mit ihm. Er kommt nicht frei. Dieser Mensch ist böse. Nettelbeck hat gesagt, er wird Kolberg den Franzosen übergeben. Wir müssen einen anderen Kommandanten haben. Das steht in dem Brief drin? Ja, ich soll den Brief dem König selbst übergeben. Du, kleines Mädchen, sollst das tun? Warum nicht? Was du von mir verlangtest, dass wir unser Haus verbrennen,
Da hast du nicht dran gedacht, dass ich ein kleines Mädchen bin. Du hast mehr von uns verlangt als Nettelbeck jetzt. Ich habe Angst um dich, Maria. Du hast keinen Vater mehr, der auf dich aufpassen kann. Ich habe Angst um dich. Macht dich das nicht ein bisschen glücklich? Ich möchte lieber, dass du stolz auf mich bist. Und ich soll dich noch selbst hinausbringen. Ist das nicht zu viel verlangt? Findest du nicht auch? Ich glaube, nur wenn wir voneinander zu viel verlangen schien, nur dann können wir genug tun. Jetzt in Kohlberg? Tja, da hast du recht, Maria. Siehst du. Aber wenn du nicht wiederkommst, dann werde ich mir ewig Vorwürfe machen. Wenn ich nicht wiederkomme, Schiel, dann sollst du wissen, dass ich die kleine Maria aus Bonnwinkel sehr, sehr lieb gehabt habe. Komm, es eilt, sagt Nettelbeck. Herr Rittmeister, bestellen Sie mir sämtliche Offiziere. Was ist mit Nettelbeck? Er ist frei. Na also. Aber einen Augenblick mal. Meine Herren, wenn Sie es gut mit Nettelbeck meinen, oder wenn Sie etwas über ihn vermögen, dann warnen Sie ihn, Herr Fanselow, Herr Rittmeister. Ein zweites Mal gibt's kein Pardon. Nettelbeck ist frei! Leutnant, was denken Sie sich denn? Für so etwas wird jetzt gar keine Zeit. Wo ist die denn? Na hier. Sie machen meine jungen Offiziers nervös, Frauenzimmerchen. Denken Sie sich denn eigentlich? Machen Sie doch keine fiesen Patenten. Kann nicht jeder einfach sein bestes Sonntagskleidchen anziehen und verlangen, wurden König gelassen zu werden? Das geht doch nicht. Ich darf ja gar nicht von hier fortgehen, ohne mit dem König gesprochen zu haben. Das habe ich ja versprochen, Herr General. Es war so schwer, aus Kohlberg überhaupt rauszukommen. Das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, Herr General. Ich bin zwar kein General, sondern ein einfacher Major, aber wir wissen schon, wie es um Kolberg steht. Ich bin durch zwei französische Seesperren gefahren, Herr Major. Ja, glauben Sie denn, ich will das alles umsonst durchgemacht haben? Die haben ja sogar nach uns geschossen. Ja, dann gib den Brief hier ab. Ich werde ihn weiterleiten. Herr Major, was ist ich bitte denn? Sie herzlichst. Aber... Herr Major! Was soll denn das? Herr Major, Sie dürfen jetzt nicht weggehen! Lass mal. Der Herr Leutnant hat gesagt, nur Sie können mich vor den König bringen. Wenn Sie jetzt weggehen, dann ist alles verloren. Also was steht denn nun drin in deinem Brief, ne? Ja, Das weißt du gar nicht? Doch, doch, natürlich weiß ich das, aber der Brief ist doch nicht für Sie, der Brief ist doch für den König. Da darf doch nicht jeder wissen, was drin steht. Auch sein Adjutant nicht? Nein, natürlich nicht. So. Der Herr Nettelbeck hat zu mir ausdrücklich gesagt, ich darf den Brief keinem Adjutanten geben. Aber finde ich, wenn der Brief so wichtig wäre, hätte man doch kein Mädchen geschickt, sondern einen Kurier. Ich glaube nicht, dass ein Kurier an den französischen Wachen vorbeigekommen wäre. Ach, das glaubst du nicht, was? Nein. Aber du bist vorbeigekommen, ne? So ein Soldat oder ein Kurier, da komme ich vorbei. Aber ein kleines Mädchen wie du, das... Wer hat denn das gemacht? Ja, ich kann sowas. Eine Frau kann sowas. Ah. Das glaube ich, du kannst sowas. Mit dem falschen Blick, was? Mit den Klapperaugen. Ja. Ja, aber das hilft ja nun alles nicht. Jetzt musst du mir Platz machen. Sonst muss ich doch noch die Wache zu Hilfe nehmen. Das werden der Herr Major nicht tun. Was? Nein, zwei Soldaten gegen ein Mädchen, das tut der Herr Major nicht. Ach. Ich muss zum König. Ihre Majestät, bitte sofort um Meldung, wenn die Equipage des Zaren vorgefahren kommt. Du hast also kein Vertrauen zu mir, was? Der Königin würdest du den Brief auch nicht geben? Der Königin? Doch, der Königin würde ich ihn auch geben. So. Na. Will ich mal ein Auge zudrücken, weil du so ein tapferes Mädchen bist? Geh mal der weißhaarigen Dame nach und frage sie, ob sie dich bei der Königin melden will. Danke. Danke, Herr Major. Du, aber halt deine Zunge im Zaum. Mach mir keine Schande, so frech wie hier darfst du da nicht sein. Tja, Demoiselle, ich habe keine Zeit. Liebe Dame, ich weiß nicht, wer Sie sind oder wie ich Sie anreden muss. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich falsch benehme. Aber ich bin in der Adjutantur seiner königlichen Majestät gewesen und man hat mich einfach abgewiesen. Ja, das kann ich mir denken. Der König kann doch nicht jedes hübsche Mädchen empfangen. Ich komme aus Kolberg. Aus Kolberg? Du kommst aus Kolberg? Ja, ich,
Ich bringe einen Brief des Bürgerrepräsentanten von Kolberg. Die Königin erwachte zwar seine Majestät den Zaren Alexander von Russland, aber vielleicht hat sie für eine Nachricht aus Kolberg doch noch etwas Zeit übrig. Ich will es versuchen. Entschuldigen Sie bitte, wie hat man denn die Königin anzureden? Mit Eurer Majestät. Euer Majestät, danke. Euer Majestät, ich bitte Eure Majestät, diesen Brief huldvollst entgegennehmen zu wollen. Die Bürger von Kolberg wollen ein leuchtendes Beispiel für alle Bürger Preußens sein. Die Bürger von Kolberg wollen ein leuchtendes Beispiel für alle Bürger Preußens sein. Wie hat Nettelbeck gesagt? Die Bürger von Kolberg wollen sich eher unter den Trümmern begraben lassen, als ihrem König und ihrem Lande untreu werden. Euer Majestät, ich bitte... Euer Majestät, ich bitte euer... Ach Gott. Kommen Sie, mein Kind. Guten Tag, mein Kind. Was bringst du uns aus Kolberg? Richter. Euer Majestät, ich... Komm mal her. Und sag doch, was du auf dem Herzen hast. Ich habe doch keine Zeit. Mir täglich von Kolberg berichten. Du kannst sehr stolz sein auf deine Vaterstadt. Du willst mir etwas für den König übergeben, ne? Ich werde den Brief dem König geben. Heute noch. Das verspreche ich dir. Majestät, seine Majestät der Zar ist vorgefahren. Danke. So drücke ich Preußen. Kolberg an mein Herz. Es sind nur noch wenige Edelsteine in unserer Krone geblieben. Kolberg ist einer davon.
Seid ihr verrückt geworden? Was macht ihr denn da? Wir heben den Graben aus. Wir müssen aber Barrikaden bauen. Uns fast aufreißen. Sie müssen hinten rumfahren. An der Passante lang. Dann den Deibel auf. Wir haben den idiotischen Befehl gegeben. Kommandant? Ja, natürlich, der Kommandant. Zuschippen. Sofort wieder alle zuschippen. Pflastern. Genauso wie vorher. Verstanden? In einer Stunde bin ich wieder zurück. Und gnade euch Gott, wenn ich alles in Ordnung ist. Aber der Kommandant hat... Zuschippen, habe ich gesagt. Herr Nettelbeck ist schon wieder da. Soll ich ihn abweisen? Und Pastor großartig. Da können Sie ihn gleich selbst kennenlernen. Soll reinkommen. Herr Nettelbeck? Sagen Sie mal, haben Sie den Befehl gegeben, das Straßenpflaster auf der Straße vom Gelder Tor aufzureißen? Tja, ich. Sehen Sie mal an. Ich habe das befohlen. Und wie ich Sie kenne, haben Sie befohlen, dass sie wieder zugeschüttet wird. Ist schon wieder zu, Herr Kommandant, ist schon wieder zu. Das hieße ja, die Stadt gefährden, einen solch unüberlegten Befehl auszuführen. Das ist ein Meisterstück von Ihnen. Genauso ein Meisterstück wie Ihr Befehl da, Kuhmist auf die Dächer streuen zu lassen. Kuhmist auf ein Dach beim Abfallswinkel von 45 Grad. Beim ersten Windstoß und es regnete Kuhmist in der Weltgeschichte herum. Wenn schon Kuhmist, Herr Kommandant, dann aber bitte auf die Dachböden, verstanden? Unterm Dach. Ach, das hat ja gar keinen Zweck, sich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Ich fordere Sie auf, Ihren Befehl zurückzunehmen, sonst sieht das nach Rebellion aus, was ich mache. Ne? Habe ich Ihnen zu viel gesagt? Das sieht nicht nur nach Rebellion aus, Herr Nettelbeck, das ist Rebellion. Wer sind Sie denn? Gneisenau. Nettelbeck. Ich bin der Bürgerrepräsentant der Stadt Kolberg. Ich bin Kommandant der Stadt und Festung Kolberg. Was? Wer? Ich. Wer? Der neue Kommandant, den Sie sich vom König erbeten haben. Der junge, neue Kommandant sind Sie? Aber bilden Sie sich nicht ein, dass da irgendwelche Vorteile für Sie herausspringen. Disziplinlosigkeit wird unter meiner Führung mit den schärfsten Strafen belegt. Gehen Sie also schnurstracks zurück zum Gellner Tor und heben Sie Ihren Gegenbefehl wieder auf. Ich bin Führer der Bürger von Kolberg. Sie wollen führen und können nicht gehorchen? Herr Kommandant, lassen Sie sich doch erklären, wenn wir das Straßenpflaster jetzt aufreißen, ich habe mit dann Ihnen nichts zu reden, bis Sie kommen und mir melden, dass der Befehl ausgeführt ist. Sie glauben doch nicht etwa, dass sie Ihrem Befehl folgt? Da kennen Sie ihn schlecht. Gleich werde ich an den Weg. Den Graben wieder aufreißen. Ja, was Sie anders sehen? Den Graben wieder aufreißen, habe ich gesagt. Der Verkehr wird umgelegt an der Passante entlang. Also rede die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln! Ja, was ist denn nur? Mit der Ruhe, Vulko. Immer mit der Ruhe, nicht? Tut mir leid, dass ich euch die doppelte Arbeit machen muss, aber Befehl ist Befehl. Befehl ausgeführt. So. Es interessiert mich, Herr Nettelbeck, Ihre Meinung zu hören. Auf einmal? Ja, denken Sie mal an. Warum sollte die Straße nun nicht aufgerissen werden? Ist doch die Einfallsstraße. Die Franzosen sitzen direkt vor dem Gellner Tor und wenn sie die Stadt eindringen, dann... Müssen wir wieder rausgeschmissen werden, jawohl. Wir doch keine Fallgruben bauen, in die wir selber reinfallen. Warum sollen wir denn selber reinfallen? Na, nun stellen Sie sich einmal vor, es bricht Feuer der Straße aus. Und wir kommen mit unserer Spritze nicht durch. Da kann doch ein Brandherd entstehen, der sich über die ganze Stadt ausbreitet. Bloß, weil wir mit unserer Spritze nicht durchkommen. Das ist richtig. So. Vorhin war es Rebellion. Das war es trotzdem. Das verstehe ich nicht. Das ist zu hoch für mich. Setzen Sie sich mal hin. Ja, was meinen Sie wohl, was daraus wird, wenn jeder nur den Befehl ausführen würde, den er für recht und sinnvoll hält? Zugegeben, im vorigen Fall hatten Sie recht. Ja, aber kommt es denn darauf an? Dann wären wir auf dem besten Weg zur Anarchie. Herr von Gneisenau, allen Respekt vor Ihrem Amt. Aber den gleichen Respekt verlange ich auch für mein Amt. Wenn ich als Bürgerrepräsentant von Kolberg einen Befehl für unsinnig halte, dann führe ich ihn auch nicht aus, und wenn er 10-mal vom Stadtkommandanten kommt, damit wir uns gleich von Anfang an richtig verstehen. Nettelbeck. Ich will vergessen, was Sie eben gesagt haben. Hören Sie, ich will es vergessen, weil ich Sie brauche. Wir müssen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Hand in Hand aber. Meine erste Forderung ist, dass nicht jeder das für Recht erklären darf, was er für Recht hält. Ich kann nur das Recht brauchen, das aufgebaut ist auf Gesetz und Disziplin. Ist denn das wirklich zu hoch für ihn? Also... Nein, ich glaube es ihm nicht, dass das zu hoch für ihn ist.
Es muss trotz seiner 70 Jahre ein... 69, bitte. Ja, 69, nicht übertreiben. Naja, also schön, 69. Trotz seiner 69 Jahre ist er ein jugendlicher Hitzkopf. Um nicht zu sagen Dickkopf. Aber wenn Sie mir helfen wollen, dann müssen Sie diese Dickköpfigkeit ablegen. Wenigstens bis Kolberg frei ist. Und Sie wollen mir doch helfen. Sie sind doch der Vater der Stadt. Sie wollen mir doch helfen. Sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Wie mit einem, dem ich gut Freund sein möchte. Mit dem ich durch dick und dünn gehen kann. Von dem ich weiß, dass er die Stadt und seine Heimat mehr liebt als ich selbst. Reutzen! Deutsche! Ein schweres Schicksal liegt auf eurer Stadt und auf unserem unglücklichen Vaterland. Stärker als das Schicksal ist der Mut, der es trägt. Wenn ihr es nicht gewagt hättet, dem fremden Eroberer Trotz zu bieten, stünde ich heute nicht hier. Das schmiedet uns zusammen. Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karrensknecht bis zum Bürgergeneral. Ihr werdet doch nicht schlechter sein wollen, als eure Väter waren. Wagt ihnen zu gleichen. Ihr habt ihr Beispiel. Nun gebt ein Beispiel! Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff! Dir doch das an. Kolberg. Armes Kolberg. Meinst du, ich will hier meinen Kahn riskieren? Nee, nee, wir fahren zurück. Ich steige aus. Aber Kind. Und wenn ich rüberschwimmen muss, ich steige aus. Oder meinst du, ich will allein übrig bleiben? Deine Brüder sind ja auch drin. Und Schill. Wo ist der Rittmeister von Schill? Am Strand vor der Maikuhle und sichert den Hafen. Hafen hin, Hafen her. Wir müssen die Bereitstellung der Franzosen von der Flanke her zusammenschießen. Vom Hafen droht keine Gefahr. Immer in die Flanke, immer in die Flanke. Lieber Gott, du darfst mir nicht böse sein. Uns ist immer so gut gegangen, aber jetzt hilf uns doch, bitte hilf uns doch. Ich habe ja gar keine Angst um mich. Nur Schill, lass ihn nicht treffen. Nur über Schill halte deine Hände, Vater im Himmel. Nur über Schill. Aus mit dem, ich gatt mon l'ordre, d'attaquer la forteresse. A fond et sans merci. Ruhe, Ruhe! Immer rankommen lassen!
Bravo. Schill lässt sie rankommen. Gut so. Les Prussiens ne tirent pas, mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau? So, ihnen jetzt direkt vor die Nase. Alle Geschütze zu gleicher Zeit. Feuer! Feuer! Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören! Deshalb brauchst du doch nicht so zu schreien, wir müssen's doch alle hören. Chill! Es ist kein Durchkommen! Die Straße nach Wollin ist vollgestopft voller Franzosen! Wir haben es versucht! Die Leute waren tapfer, wir haben's ja versucht, Hunderte sind's! Kavallerie? Kavallerie, Infanterie und Artillerie, es wimmelt! Verflucht, Juppie! Ohne den Weg nach Wollin sind wir verloren. Das ist unser Rückgrat. Wenn sie uns das zerbrechen, dann sacken wir in die Knie. Da gibt's nur noch eins. Du musst den Feind hier aufhalten, schießen bis zur letzten Patrone. Ich? Und du? Ich schlag mich durch. Du kommst nicht durch, es nützt nichts, du kommst nicht durch. Na schön, wenn ich zu Fuß, dann eben zu Schiff. Wenn wollen schon die Franzosen sitzen? Dann muss ich weiter bis Stralsund. Mein Herr, wir werden den Kampf aus der Stadt heraus vor die Wälle und Bastionen legen. Hier. Hier in der Maikohle liegt Schill mit seinem Freikorps und schützt den Hafen. Von Norden haben wir das Vormünde. Das ist in unserer Hand. Im Osten ist der Wolfsberg. Der Wolfsberg soll dann das Zentrum unserer Verteidigung ausmachen. Ganz ungeschützt sind wir von Süden her. Und hier, meine Herren, muss ich an den Opfersing der Bürger die größte Anforderung stellen. Die Tore der Wasserschleusen müssen geöffnet werden und das anliegende bebaute Land rücksichtslos unter Wasser gesetzt werden, wie das hier in der Karte schon eingezeichnet ist. Damit es dem Feind eben nicht gelingt, von Süden her in unsere Stadt einzudringen. Das bedeutet, dass Hunderte von Familien obdachlos werden, Herr Kommandant. Das ist schlimm, Herr Bürgerrepräsentant, aber es muss sein. Ihnen übertrage ich die Leitung der Überschwemmungsarbeiten. Man sagte mir, Sie sind Fachmann darin. Jawohl, Herr Kommandant. Sie haften mir dafür, dass die Inundation schnell und rücksichtslos durchgeführt wird. Großartig klappt das. Jetzt kriegen wir auch das Wasser nach Osten rüber. Wirklich ist das schaurig. Mir wird ganz kalt dabei. Wer denn dahin? Wo wollen Sie denn hin, Menschenskind?
Das ist der Klaus! Klaus! Klaus, ich habe dich überall gesucht. Was willst du denn hier im Wasser? Meine Geige will ich, wenn du schon wissen willst. Ich habe sie hier bei Tim gelassen. Seine Drecksache rausgeholt, aber meine Geige ist nicht lebenswichtig, sagt dieser Bauer. Die ist ja auch gar nicht so wichtig. Da hat er ja ganz recht. Komm doch raus aus dem Wasser. Merkst du denn das gar nicht? Sie steigt doch immer höher. Ach, die wird schon nicht versaufen. Aber meine Geige, die soll versaufen. Die ist ja nicht wichtig. Wahnsinn. Aber so wollt ihr sein, ihr blödes Fuck, ihr widerlicher Skandott. Klaus, was ist denn aus dir geworden? Was sie aus mir gemacht haben. Wo bist du denn bloß gewesen, Klaus, die ganze Zeit? Verkrochen habe ich mich vor euch helfen. Ich kann helfen, ich hab... Klaus! Klaus! Klaus. Erst Vater, jetzt Klaus. Gut, dass das Mutter nicht mehr mitzuerleben war. Arme Maria. Aber du hast es doch selbst genauso schwer, Friedrich. Nein, es ist noch was. Was denn? Schäf wird ab. Wohin? Nach Stralsund. Zu den Schweden? Jetzt wird er weg, wo es jeden Tag aus sein kann mit Kolberg. Er muss, Maria. Wir haben die Verbindung nach Wollin verloren. Wir haben keine Zufahrtsstraßen mehr. Wo sollen wir Munition herkriegen und Brot? Und überhaupt alles. Alles wird ja einmal alle. Hat Schill dich zu mir geschickt? Nein. So hart zu mir. Früher war es anders. Er mag mich nicht mehr. Nein, so ist das nicht. Ach, das weißt du schon. Hast du eigentlich schon mal ein Mädchen lieb gehabt? Du warst immer weg, Friedrich. Wir kennen uns ja kaum. Ich mag das ja alles gar nicht. So lieb wie dich, Maria, habe ich noch keine gehabt. Aber Friedrich, das ist doch ganz was anderes. Natürlich ist das was anderes. Aber wenn jetzt dein Schild weg ist, dann hast du immer mich. Dann kommst du mit allem zu mir. Dann bin ich der Vater, dann bin ich der Klaus, dann bin ich auch dein Schild. Ach, Friedrich. Wann fährt er weg? So gegen 4. Wo? Am Strand vor der Maikuhle. Ich weiß, wo du hinfährst. Woher weißt denn du das schon wieder, Maria? Friedrich hat es mir geschickt. Du wolltest weg, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Zu sowas hat ein Soldat nicht immer Zeit, Maria. Ein Taler. Es ist der erste Sold, den mein Vater erhielt, als er in preußische Dienste kam. Heb ihn auf für mich. Trag ihn auf deinem Herzen. Es ist ein schönes Gefühl für einen Soldaten, wenn ein Mädchen um ihn weint. Ich danke dir für deine Liebe, Maria. Blaubeuer-Tor erschienen. Dann sorgen Sie dafür, dass alles von der Straße verschwindet. Keine Uniform, keine Formation. Wir dürfen dem Feind keine Anhaltspunkte geben. Auch keine Neugier. Fenster schließen lassen. Löscharbeiten gehen weiter. Na, wo wollt ihr denn hin? Zur Kommandantur! Ein Parlamentär ist da! Na, hört ihr nicht, das ist doch verboten? Man will doch schließlich dabei sein! Wer hat noch Regelung erfahren? Man muss doch wissen, was los ist. Es laufen doch alle!
des Staates, einige der gesetzmäßigen Vertreter der Bürgerschaft. Bitte. Sie werden erwarten, meine Herren, was der französische Parlamentier von mir gewollt hat. Und was haben Sie geantwortet, Herr Major? Was ich als Soldat meinem Eid gemäß verpflichtet bin. Aber nun sollen ihm die Bürger von Colberg selbst die Antwort erteilen. Er glaubt nämlich, dass die Bürger von Colberg die Übergabe wünschen. So. Und dass nur mein Ehrgeiz als Kommandant der Übergabe im Wege steht. Bitte, Herr Parlamentier, wollen Sie neben mich an das Fenster treten. Bürger von Colberg! Der Generalissimus der französischen Belagerungsarmee hat mich durch diesen Herrn Parlamentär aufgefordert, den Widerstand aufzugeben, die Tore der Festung zu öffnen. Es geht um eure Stadt. Lasst mich sagen, um unsere Stadt. Um euer Leben, um eure Häuser, um eure Frauen und um eure Kinder. Ich habe dem Parlamentär gesagt, dass wir lieber sterben wollen, als unsere Stadt den Feinden übergeben. Wer nicht meiner Meinung ist, der kann es mir jetzt zurufen. Wer aber meiner Meinung ist, der gehe an seinen Platz. Auf die Bälle, in die Werkstätten, ein jeder an seine Arbeit. Mein Adjutant wird Sie aus dem Tor begleiten. In einer Viertelstunde können Sie in Ihrer vierspännigen Galakutsche bei Ihrem neuen Generalherrn von Loison sein. Maurice fait demander s'il doit faire porter le feu de son artillerie sur les remparts et sur les forts. L'infanterie attaquerait en même temps. Le feu de l'artillerie doit rester sur la ville. Wir stehen in den 55 Meilen frei. Los, schäle doch 100 Straßen. Doch sinnlos sind hier, ohne zu Gefahr zu begehen. Gib meine Decke her. Wenn Sie draußen außer den Weg ziehen Sie um. Sollen Sie den Tod so nass wie Sie sind, da sind Sie kein Jüngling mehr. Macht das hier schon alleine. Verbrennt. Ah, das Leben geht weiter. Von uns verlangt. Manchmal glaubt man, es zerbricht einen. Und trotzdem immer noch härter müssen wir werden.
hier so allein im Keller und mein Mann den ganzen Tag draußen. Das halte ich nicht aus. Das war nicht das Schlimmste, weil ich schon am besten, man tut etwas. Und wer bleibt bei den Kindern? Bleib du hier, Maria. Ich komm bald wieder. Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. Pommerland ist abgebrannt. Nesselbeck, wie lange glauben Sie, halten wir das mal aus? Wenn sein muss, noch eine ganze Weile, Herr Kommandant. Die Häuser können sonst verbrennen, unsere Erde nicht. Und wenn wir nicht als Menschen leben können, dann sind wir als Maulwürfe. Man hätte es sich denken können. Im Fall von Danzig haben sie ja die Truppen alle frei. 20.000 Mann, das sind also mindestens 200 Geschütze. Mehr, Herr Major. Mehr als 200. Es ist die gesamte Belagerungsartillerie von Danzig dabei. Ja, na und doch, ja. Manchmal fragt man sich, ob man überhaupt noch ein Recht hat, die Stadt zu halten. Militärisch gesehen haben wir noch gar keine Chancen mehr. Sind also jetzt zusammen 30 bis 35.000 Mann und 500 Geschütze gegen 2.000 Mann und 5.000 Bürger. Frauen und Kinder mit eingerechnet. Die Zahl unserer Geschütze, ne? Die wollen wir lieber ganz vergessen. Was einen überhaupt noch am Leben hielt, lieber Selnitz, in dieser trostlosen Zeit. In dieser allgemeinen Nacht über Deutschland. Was war das noch? Ein Stern glimmte. Kolberg. Den Stern verlöschen. Holen Sie mir mal Nettelbecker rein. Sacre bleu! Toujours pas de drapeau blanc, général Vitry. Toujours pas de parlementaire de Blaisenau. Toujours pas, général Loiseau. C'est impossible! Impossible d'attendre plus longtemps. D'ailleurs, vous le savez, qu'ils hésitent. Oui. Depuis hier, on négocie à Tilsit. On lui a donné l'ordre de cesser le feu. Nous agissons maintenant contre l'ordre de l'horreur. Je sais, monsieur Vitry. Je le sais. Général commandant l'artillerie, transmettez l'ordre d'allonger le tir. 35.000 Mann, Nettelbeck. Und mindestens 500 Geschütze. Alle auf diese Stadt gerichtet. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Dagegen ist alles, was wir bisher erlebt haben, ein Kinderspiel. Herr Kommandant, machen Sie mir offen. Wo wollen Sie hin? Es ist aus, Nettelbeck. Es hat keinen Sinn mehr. Wir können die Stadt nicht halten. Und? Übergabe. Ach, wir in Magdeburg, Erfurt, Köstrin, Spandau.
Alles ist umsonst gewesen. Das Ende Schande. Ist doch keine Schande. Wenn Soldaten ihre letzte Kugel verschossen haben. Auch Blücher hat kapitulieren müssen. Ja, aber wir haben ja unsere letzte Kugel noch gar nicht verschossen, Herr Kommandant. Und dann Blücher. Der hat ja nicht die Stadt aufgeben müssen, in der er geboren wurde. Sie sind nicht in Kolberg geboren, Gneisenau. Sie sind nach Kolberg kommandiert. Aber wir sind hier groß geworden. Wir kennen hier jeden Stein, jede Ecke, jedes Haus. Och, wir lassen doch nicht los. Und wenn wir uns mit unseren Nägeln in unseren Boden einkrallen an unsere Stadt, wir lassen nicht los. Da muss man uns die Hände einzeln abpacken oder uns erschlagen, einen nach dem anderen. Nein, können wir alten Mann doch die Schande nicht antun und unsere Stadt dem Napoleon preisgeben. Ich habe es ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Gneisenau. Gneisenau. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich es. Kolberg darf nicht aufgegeben werden. Gneisenau. So wollte ich es von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Le chiffre de nos pertes dépasse aujourd'hui celui de la population de Kolberg. Vous ignorez que l'empereur a promis le titre de duc de Kolberg au conquérant de cette ville fortifiée. Votre titre de duc coûte une armée à l'empereur. Il faut que vous fassiez cesser le feu. Assez, monsieur de Vitry. Nous avons chassé les armées de l'Europe devant nous comme des lapins. Et aujourd'hui, nous devrions capituler devant une poignée de paysans camochards de première année. Majesté l'empereur connaît mieux que vous les limites de notre puissance. Lieutenant Bergère, vous refusez en qualité de général en chef. C'est moi, en ma qualité de général commandant l'artillerie, qui donnerai le commandement de cesser le feu. Et j'en porterai toute la responsabilité sur ma tête s'il le faut. Faites cesser le feu immédiatement!
Hast du Maria nicht gesehen? Nee, sie wird auf dem Marktplatz sein. Sicher ist sie auf dem Marktplatz. Marktplatz. Wo geht ihr denn hin? Meisel auf mich! Schill ab. Ja. Du hast alles hergegeben, Maria, was du hattest. Aber es war nicht umsonst. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So ist das nun mal. Und das Größte wird immer nur in Schmerzen geboren. Und wenn einer die Schmerzen für uns alle auf sich nimmt, dann ist er groß. Du bist groß, Maria. Bist ja auch auf deinem Platz geblieben. Hast deine Pflicht getan und dich nicht gefürchtet vorm Sterben. Du hast auch mitgesiegt, Maria. Du auch. Das ist das Ruhmesblatt in der Geschichte des preußischen Bürgers. Sie wussten es, wo die Gefahr liegt, da ist auch der Ausweg und der Sieg. Und wenn heute, im Jahr 1813, 6 Jahre später, wieder der Bürger aufsteht, das Volk aufsteht, Majestät, dann ist es beseelt von jener geheimnisvollen Kraft und dem Beispiel, das ihm die Kolberger einmal gaben. Sie trachten danach, den Bürgern von Kolberg zu gleichen. Sie wollen die Fesseln endgültig abschütteln. Das Volk steht auf zur kommenden Völkerschlacht, Majestät. Der Sturm bricht los! Recht. Gneisenau. An mein Volk. 1813. Im Jahre der Freiheit. Aus Asche und Trümmer wird sich wie ein Phönix ein neues Volk erheben. Ein neues Reich.